So, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin heute mal gen Süden gefahren, an einen Ort, an dem ich schon einmal war. Und da hinten, hören wir es schon, geht die Musik schon los. Dr. Thomas Höfer. Heute sprechen wir mal ein bisschen miteinander. Seit 1775 gibt es das Weingut. Nein, aber das ist eine wunderbare Zeit gewesen, die von großen Veränderungen geprägt war. Französische Revolution. Linksrheinisch wurden alle Burgen und Schlösser enteignet von den Franzosen. Und so konnten sich so bürgerlich wie meine Vorfahren die Hälfte der Burg ersteigern. Nachts beim Lagerfeuer, wer der höchste Betrag ersteigert hatte, hatte diese ganzen Grundstücke, die Burgkeller, konnte das dann käuflich erwerben. Also gibt es schon einige Generationen, die hier tätig gewesen sind? Also mein Sohn, der ist in der 10. Generation jetzt hier und macht auch in Geisenheim seine Ausbildung für Weinwirtschaft und internationale Weinwirtschaft. Und ich denke mal, in 2 Jahren, dann wird es dann ernst, wenn er abgeschlossen hat und ist schon mitten dabei und ist auch hier am Rödel überall mit seinem Bruder, dem Tassilo. Und die legen schon richtig los mit großer Bühne, man sieht es ja und hört es schon. Also da kann man sich bei schönem Wetter, wie jetzt so der Fall ist, schon richtig drauf freuen. Ich meine, 10 Generationen, das ist hier schon mal was. Aber der Thomas, also dein Sohn, hat das oder studiert das auch. Muss man das richtig studieren? Das kann man nicht nur einfach so in der Lehre in 3 Jahren kriegen, ne? Also er hat seine Lehre auch gemacht, die Basics. Und dann eben das feinere Studium, wie man so sagt, die Pointen und Marketing und IT und die ganzen Dinge, die heute für kaufmännischen Bereich eine Rolle spielen, das musst du auch beherrschen. In so einem Weingut, was ja kein Riesenunternehmen ist, aber du bist Mädchen für alles, macht die Sache auch spannend und es ist Neugierde, immer auf was Neues und was Besseres zu machen. Das ist ja eigentlich der Antrieb. Und es ist jeder Jahrgang dann, den man kreiert, mit der Natur zusammen, ist immer wieder ein neues Erlebnis und das zelebriert man dann den Kunden. Wie jetzt bei so einem Fest zum Beispiel. Genau. Gewissermaßen auch wieder Kundenakquise, wenn man so will. Ja, also es ist ein Treffpunkt für Kommunikation, für Lebensfreude, das mit schöner Musik, mit lieben Menschen, die auch Weinfröhlichkeit mitbringen und dieses schöne Konglomerat von Fröhlichkeit, das ist das, was uns Menschen eigentlich ausmacht und was Corona jetzt endlich hinter uns ist und wir schauen jetzt nach vorne und machen das Beste draus mit so einem Fest. Also wenn du nochmal wiederkommst, da gehe ich fest von aus, dann musst du mir auch versprechen, dass du hier mit deiner lieben Gattin übernachtest und nicht einfach schon wieder wegfährst, weil du andere Termine hast. Du bist ja immer sozusagen nicht auf der Flucht, aber immer an Ideen und Kreativität für schöne Videos und danke, dass du das alles hier gemacht hast. Vielen Dank. Gerne.